Während der Kanzler und die Union in der Asylpolitik aufeinander zugehen, schäumen die Grünen. Eine Verschärfung des Asylrechts sei mit ihnen nicht zu machen, so die erste Reaktion nach dem Treffen von Kanzler Scholz und CDU-Chef Merz. Die FDP als dritter Ampelpartner an der Bundesregierung zeigt sich dagegen offen und sieht sogar Gemeinsamkeiten mit den Christdemokraten. Scholz erteilte zwar der Forderung von Merz, einen Asylstopp für Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien zu verhängen, eine deutliche Absage, zeigt sich aber offen für eine Zusammenarbeit mit CDU, CSU in der Migrationsdebatte. Und selbst das Aufrufen der nationalen Notlage ist auf einmal im Gespräch, wie Matthias Heinrich berichtet. Grenzen dicht und zurückweisen, wer als Flüchtling in das Land will. Deutschland liegt in der Mitte Europas, also hat jeder Asylsuchende bereits ein sicheres EU-Land durchreist. So die Argumentation von Friedrich Merz. Der Unionschef gibt sich hart. Und wenn Europa das nicht kurzfristig in der Lage ist zu ändern, dann haben wir nach Artikel 74 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht und, wie ich finde, mittlerweile angesichts der Lage die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick auf die Flüchtlinge. Wir müssen die Kontrolle über unsere Außengrenzen zurückgewinnen. Ein Teil der Juristen sieht es ähnlich. Allerdings gilt auch, dass Deutschland an europäische Normen gebunden ist. Das hieße, auch Anträge von Asylsuchenden aus sicheren Herkunfts- und Drittstaaten sind inhaltlich zu prüfen. Der Kanzler findet es richtig, dass Friedrich Merz die Zusammenarbeit anbietet. Sein Anliegen sei richtig. Wir wollen und wir müssen die irreguläre Migration begrenzen. Sie ist zu hoch. Und statt der Sprücheklopfer und der da hinten Reinrufer haben wir sogar gehandelt. Mit ganz vielen Gesetzen haben wir die Grundlage dafür geschaffen, dass es jetzt so passiert ist, dass die Zahl derjenigen, die irregulär nach Deutschland kommen, zurückgegangen ist. Und wir wollen den Pfad fortsetzen. Tatsächlich stimmt es. Im letzten September gab es 21.375 irreguläre Einreisen. Im Juli waren es 7.123, ähnlich hoch wie in den Monaten zuvor. Aber es sind immer noch über 7.000, die hierher kommen, obwohl sie nicht hierher gehören. 2023 waren 243.000 Menschen ausreisepflichtig. Doch nur 9.500 konnten im ersten Halbjahr abgeschoben werden. Die FDP sieht bei Friedrich Merz eine starke Überschneidung mit den eigenen Vorstellungen. Flüchtlinge, die über ein EU-Land kommen, sollten keine Sozialleistungen mehr erhalten. Die Grünen hingegen meinen, Merz sabotiere den Rechtsstaat. Er operiert mit dem Begriff Notlage und stellt damit gewissermaßen ein Misstrauensvotum gegen unseren demokratischen Rechtsstaat, statt ihn gegen seine Feinde zu verteidigen, so Irene Michalitsch, grüne parlamentarische Geschäftsführerin. Man sei aber bereit für alle konstruktiven Vorschläge, die mit der Verfassung, den Grund- und Menschenrechten vereinbar sind.